Guten Abend. Vielen Dank für diese schöne Begrüßung. Ich bin in hohem Maße gehemmt und werde mich in keiner Weise äußerungstechnisch irgendwie angreifbar machen, natürlich. Hätte allerlei zu erwähnen zu dem, was ich gerade gehört habe. Vielen herzlichen Dank für die freundliche Einladung an das Deutsch-Amerikanische Institut und dass Sie alle gekommen sind, die ich jetzt nicht mehr sehe, weil diese Scheinwerfer schon relativ beeindruckend sind. Und ich kann nur die erste Reihe erkennen. Das ist ja keine Gag-Veranstaltung heute Abend. Ich bin auch nicht gekommen als Abendclown, sondern um Ihnen zu dem schönen und interessanten und offenbar Sie interessierenden Thema Populismus im Recht was vorzutragen. Das tue ich so gut ich es kann. Na, schauen wir mal. Sind Juristen im Raum? Darf ich mal um Handzeichen bitten, wenn Juristen da sein sollten? Einschließlich der Jura-Studenten. Okay. Studenten anderer Fakultäten, Mediziner, Zahnärzte. Ich wurde schon als Zahnarzt-Schreck oder Apotheker-Schreck apostrophiert. Herzlichen Dank. Sind Populisten da? Einer, immerhin. Sie übertreffen meine Erwartungen. Ich hatte relativ sicher angenommen, dass kein Populist heute im Raum sei. Schon allein deshalb, vielen herzlichen Dank, schon allein deshalb, weil wir ja nicht genau wissen, was es überhaupt ist. Also Populismus im Recht. Oder ist die Frage, was bedeutet dieses Thema? Aber es ist schon der Begriff Populismus ist ein bisschen unklar. Populismus im Recht oder könnte man das Thema auch nennen Populismus durch Recht? Das ist eine andere Abwandlung des Themas oder Populismus trotz Recht, was ja vielleicht gut wäre für das Recht und schlecht für den Populismus oder auch nicht. Also man muss sich dem annähern. Wir haben ja zurzeit eine Diskussion über den Stand unserer Gesellschaft, unserer Kultur, unserer Leitkultur, unserer politischen Kultur und unserer Zukunft in Deutschland und Europa, die vom Begriff des Populismus geradezu durchseucht ist. Und wir wissen ja, dass jeder jeden schuldigt, Populist zu sein, weil er irgendwas sagt, was dem anderen nicht passt. Ja, und das ist dann Populismus. Unklare Lage. Ich komme darauf noch etwas später zurück, vor allen Dingen auch, was es mit dem Recht zu tun hat. Wenn ich über Recht spreche, spreche ich in der Regel über Strafrecht, von anderen Dingen habe ich wenig Ahnung, also von anderen rechtlichen Dingen. Ich bin übrigens kein gescheiterter Rockmusiker, sondern ein hoch erfolgreicher, aber es hat halt nur niemand gemerkt, aber das... Nur mal am Rande, das ist eine Formulierung aus der Berliner Schülerzeitung Taz, die vor zwei Wochen versucht hat, mir auf diese Weise ein Abschiedsgeschenk zu meiner Pensionierung zu machen, über das ich mich natürlich pflichtgemäß gefreut habe. Rechtsanwendung ist nicht Naturwissenschaft. Diese Erkenntnis, das sind jetzt ein paar Worte, die ich mir aufgeschrieben habe und die ich also jetzt einfach nur vorlese, danach kehre ich dann zur freien Rede zurück, weil mich die Energie verließ. Die Erkenntnis, also dass Rechtswissenschaft nicht Naturwissenschaft ist, ist banal. Gerichte haben nicht die Aufgabe, das Geröll der Wirklichkeit in vorgegebenen Wahrheitsmustern zu ordnen und sodann die Körner der Gerechtigkeit aus dem Puzzle zu picken. Wäre es so, könnte man die Richter durch schachspielfähige Computer ersetzen.
Vermutlich eine Mehrheit der nicht juristisch ausgebildeten Bürger würde ein solches Unterfangen begrüßen. Ihr erscheint die alltägliche Rechtsprechung wie eine Sphäre des Zufalls, wenn nicht gar der subjektiven Willkür. Sowohl die Erkenntnis der Wahrheit als auch deren Bewertung erfolgen zwar nach Regeln, diese sind aber ihrerseits Gegenstand der Aushandlung. Daher werden sie in jedem Einzelfall in einem individuell kommunikativen Prozess zu konkretem Sinn neu zusammengesetzt. Das ist selbstverständlich nicht allein dort der Fall, wo materielle oder prozessuale Regeln ausdrücklich auf individualisierte Wertungen verweisen, also etwa in sogenannten Generalklauseln, Sittenwidrigkeit und solches Zeug, offenen Wertungsbegriffen, Aufforderungen zur Ausübung sogenannten Ermessens und oder zur Ausfüllung von sogenannten Beurteilungsspielräumen. Eine banale Folge dieser Umstände ist es, dass weder die Wahrheit noch gar deren Bewertung festgefügte Monumente sein können. Das ist im Alltagsleben oft lästig, da die Menschen dazu neigen, in der Wahrheitserkenntnis und Bewertung Ergebnisse zu erzielen, die mit Meinungen anderer nicht immer übereinstimmen und die ihren jeweiligen Prägungen, Interessen, Vorstellungen und Motiven entspringen. Gleichwohl können differenzierte Gesellschaften mit abweichenden, auch disparaten Deutungen einigermaßen gut leben, wenn und solange sie hinreichende Räume der Individualität einerseits, Regulierungen der Gemeinsamkeit andererseits aufweisen und diese ein ausreichendes Maß an Legitimität aufweisen. Die weltweite Krise der sogenannten westlichen, die ja inzwischen keine westlichen Gesellschaften mehr sind, sondern die man eher als die weltweite Krise der kapitalistischen Gesellschaft bezeichnen kann, hat in den vergangenen 20 Jahren dazu geführt, dass ein gewisses Maß an Desintegration offenkundig ist, das nicht mehr durch einfältige Glaubenssätze verborgen werden kann. In Deutschland und anderswo ist die sogenannte herrschende Meinung über was auch immer seit Jahren konfrontiert mit einer schwer kontrollierbaren wachsenden Bewegung, in Anführungszeichen Bewegung, welche sich von einer gemeinsamen Definition der Wirklichkeit programmatisch verabschiedet und zunehmend weniger bereit scheint, über Vermittlungen überhaupt noch zu verhandeln. Dies wird unter anderem unter dem Schlagwort des Populismus als substanzielle Krise des politischen Systems wahrgenommen und dargestellt, obgleich es in Wahrheit kaum mehr ist als ein erstaunlich unintelligenter Reflex auf den Umstand, dass die Grundlagen unserer Gesellschaft, vor allem ökonomischer Art und in der Folge davon natürlich auch sozialer Art, sich vollständig verändert haben. Dafür will ich Ihnen ein paar Beispiele nennen, die Sie aber auch alle schon kennen. Frühe Gemeinsamkeiten sozialer, lebensweltlicher, auch normativer Art verfallen, sind verfallen, lösen sich auf und haben in dramatischer Weise an Legitimität verloren. Das ist eine Beschreibung, die man häufig in der einen oder anderen Form hören kann und die das beschreibt, was wir als gesellschaftliche Kulturkrise sozusagen wahrnehmen und was uns da vermittelt wird. Also zum Beispiel soziale Strukturen haben sich in der Zeit der letzten 40 Jahre, aber natürlich beschleunigt seit der Wiedervereinigung oder seit den 90er Jahren, in hohem Maße aufgelöst und ihre Legitimität verloren. Das klingt vielleicht etwas theoretisch, ist aber für jeden Einzelnen von uns und sie alle Erlebnisse in ihrem persönlichen Leben zu erfahren. Ehe, Familie, Großfamilie, Dorf, Betrieb, Stadt, Beruf, Herkunft, Kultur. Das sind alles schöne Worte, aber wenn sie vor 40 oder 50 Jahren
schon gelebt hätten oder haben. Und durch Deutschland gingen, dann wussten sie halbwegs noch, was das bedeutet. Ja, also montags ging man in die Arbeit und sagte, hast du, wie fandst du den Spätfilm am Samstagabend? Und da wussten alle Bescheid, weil es gab ja nur einen. Und da gab es Wim Tölke und Robert Lemke und irgendeine Lottofee natürlich. Und alle wussten Bescheid. Ne? Und der, man wusste über den Fußball Bescheid und über die und so weiter. Es gab ARD, ZDF und ein paar, maximal dann noch ein paar dritte Programme später. Und alles war irgendwie klar. Und das funktioniert ja heute überhaupt nicht mehr. Also die, Sie alle wissen, dass gerade dass die Gralshüter der deutschen Leitkultur und der Bewahrung der Wert, der ewigen Werte dieser Kultur uns in den 80er und 90er Jahren dazu verpflichtet haben, jetzt 200 Fernsehprogramme gleichzeitig zu gucken, damit die Sache mal ein bisschen vorwärts geht mit der Kultur. Und das führt dazu, dass man jetzt halt über nicht mehr über die gemeinsame Fernsehwirklichkeit diskutiert, sondern jeder halt den Schwachsinn anguckt, den er möchte. Und viele andere Dinge passieren da. Das ist, überlegen Sie sich mal, was heute ein Politiker sagen soll, wenn er Ihnen eine schöne Familienpolitik verspricht. Das klingt ja super gut. Und wenn ich Politiker wäre, würde ich das natürlich auch sagen, dass wir, dass ich und meine Partei oder eben meine Freunde und so weiter, dass jetzt vermutlich, wenn Sie mich dann wählen, die Familie stärken werden oder irgendwas halt. Wir brauchen endlich eine schöne Familienpolitik. Das finden auch viele Menschen gut, bloß verstehen sie halt was völlig anderes. Und man weiß auch gar nicht mehr, was die Politiker damit meinen könnten. Was bedeutet das Familie? Dass zwei Schwule jetzt ihre gemeinsame Urgroßmutter zu Tode pflegen dürfen? Oder bedeutet das, dass, jetzt, dass man jetzt wieder mehr Kinder herstellen soll? Oder bedeutet das, dass niemand mehr heiraten soll oder dass alle heiraten sollen? Oder dass jetzt... Man weiß es nicht. Ne? Es gibt ungefähr 20 verschiedene Formen von Familien und davon ist keine mehr so richtig unterhalb des, wie soll ich sagen, Wahrnehmungslevels und des Anerkennungslevels. Es gibt ganz verschiedene. Ungefähr 2/3 von ihnen leben wahrscheinlich ohne das, was man vor 50 Jahren noch Familie genannt hat, kennen ihre Großeltern nur noch aus der Ferne oder aus der Pflegestation. Und leben in Patchwork-Familien, haben irgendwelche 4 Kinder von 3 Frauen oder Männern und, oder auch nicht oder beabsichtigen jetzt fremde Männer zu adoptieren oder ich weiß es auch nicht. Und all das ist Familie, ja. Und deshalb ist jetzt jemand, der Familienminister ist, also der hat also wirklich keine guten Karten, ne? Der kann eigentlich nur noch was falsch machen, er kann höchstens hinstellen und nur noch allgemein rumlabern und dann sagen halt alle, meine Interessen hat er auch schon wieder nicht, oder sie natürlich in der Regel, schon wieder nicht verwirklicht. Ja. Also Sie wissen, was ich meine, niemand weiß mehr, was Familienpolitik ist. Mehr Kitas oder weniger Kitas, mehr Schwulen-Ehen oder weniger Adoptionen und so weiter und so weiter. Alles fließt und alles bewegt sich. Ne? Beispiel Compliance. Wir wissen überhaupt nicht mehr, Sie wissen möglicherweise, wenn Sie im Business tätig sind, dass man ohne Compliance auf gar keinen Fall irgendwas tun darf und vor allen Dingen nicht ohne eine Compliance-spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei zu beauftragen, einem zu erzählen, was Compliance bedeutet. Also eine Milliardenindustrie der sogenannten Compliance beschäftigt sich damit, uns davon zu überzeugen, dass erstens Zuverlässigkeit eine deutsche Tugend ist, die in Amerika erfunden wurde und jetzt auch unser Bankwesen zu durchdringen hat und die Immobilienmaklerstruktur auf völlig neue Füße stellt und dass man das alles lernen muss. Und das ist natürlich auch eigentlich nur ein schwacher Reflex dafür, dass niemand mehr genau weiß, was mit Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, anständiger Kaufmannschaft und all diesen Dingen jetzt eigentlich gemeint ist, weil ja alle nur rumlaufen und sagen, solange das nicht irgendwie verboten ist, da reiße ich mir unter den Nagel, was auch immer nur geht. Was auch immer nur geht. Denn das ist die Basis unserer, der Weltbewegung
und der Sinn der Natur des Menschen und so geht es vorwärts und so weiter. Und deshalb müsste diese Compliance jetzt her und muss uns davon überzeugen, dass wir auf eine gewisse Weise doch noch von der BaFin bei der Moral gehalten werden sollen. Oder die wissen, was ich meine. Normative Strukturen, anderes Beispiel, ne? Das waren jetzt so ein paar soziale Strukturen. Normative Strukturen funktionieren ja auch kaum noch. Ja? Binnenstruktur, ja? Was ist schon Religion, ja, wenn Sie nicht Muslim sind, haben Sie keine Religion mehr in der Regel, sondern nur noch so eine Privatphilosophie, wo Sie so eine Wohlfühl-Yoga-Kram, wo Sie sich irgendwie überlegen, ja, es muss doch irgendwas geben. Ne? Es gibt Facebook und den lieben Gott gibt es wahrscheinlich auch. Und der sorgt dafür, dass ich Glück habe oder irgendwas halt. Also, es gibt ja keine Verbindlichkeit der religiösen Ausübung mehr, es gibt keine Strukturen mehr, die uns darauf verpflichten. Die waren ja auch schlimm genug, darf man nicht ganz vergessen. Ne? Wir haben ja in einem riesigen Schub der Modernisierung nach dem Zweiten Weltkrieg, haben wir das ja hinter uns gelassen und haben gesagt, ihr könnt uns mal alle, ihr Pfaffen und ihr Ober- und ihr Dorfbürgermeister und ihr Lehrer und ihr Muftalare und so weiter. Wir machen jetzt die moderne Zeit. Das war ja auch alles schön und gut. Ich war dabei und fand das auch sehr angenehm und stehe dazu. Aber alles hat halt auch seine Kosten. Also, AfD habe ich hier als Stichwort stehen. Was will ich damit sagen? Ich weiß es nicht, doch, ich weiß es. Zurück oder auch nicht. Ja? Was ist AfD? Was bedeutet das? Ja, was bedeutet zurück zur deutschen Leitkultur? Raus mit dem Fremden und rein mit dem Guten. Ja? Zurück zu uns. Aber was ist das zurück? Ist das der Ossiland? Ja? Ist das Wernigerode im Harz? Ja? Oder, und was ist das jetzt eigentlich? Ist das die deutsche Mutti, die 12 Stunden Schicht arbeitet und anschließend noch 3 Kinder versorgt? Und der Mann trinkt zwischendurch ein bisschen Wildener Goldkrone oder was? Also in welche Vergangenheit möchten wir da zurück? In welche Zukunft möchten wir zurück, wenn wir sagen, zurück dahin, wo es früher schön war. Wir wissen es nicht genau. Der bayerische Ministerpräsident Seehofer, ich weiß nicht, ob Sie wissen, was Microtargeting ist. Das ist eine, also Mikrotargeting, wobei Target ein englisches Wort ist und Ziel bedeutet. Ja, gut, Sie wissen das besser als ich. Und also Microtargeting bedeutet, man kann Werbung ziemlich genau machen, ja, wenn man sagen will, dass man für, wenn man als Politiker sagen will, dass man für die Schaffung von mehr Kita-Plätzen ist, dann muss man halt, geht mal auf Facebook und kann sich das so konzipieren lassen, dass diese Werbung für mehr, also ich bin für mehr Kita-Plätze, dass die nur im Postleitzahlgebiet des Prenzlauer Bergs erscheint. Also da, wo diese Mittelschichts-Mammis und Papis alle leben und sich in ihren Szenecafés 2 Tonnen Sand liefern lassen, damit die Kleinen da spielen können. Und vor der Tür lauter so Kinderwagenparkplätze. Und da erscheint es dann. Ja. Und da kann man in 3 Postleitzahlengebiete weiter, kann man genau das Gegenteil sagen. Microtargeting geht super, macht jede Partei. Ist nicht schlecht. Ne? Und das ist natürlich eine Werbestrategie, auf die Sie garantiert reinfallen und die Ihnen verspricht, dass die Politik nur noch für Sie persönlich gemacht wird. Das führt natürlich dazu, dass Sie in höchstem Maße enttäuscht sind, weil ja das überhaupt nicht klappen kann. Wenn man allen alles verspricht, immer das, was sie wollen, kann man gar nichts erfüllen. Ne? Aber darauf kommt es ja nicht an, weil es geht ja nur um diese unvorstellbar spannende Wahlsendung am Wahlabend und die 2. Hochrechnung. Das ist ja, ein Höhepunkt der Weltkultur. Und dann ist alles, danach ist alles wieder wurscht. Ja.
Der bayerische Ministerpräsident Seehofer hat mittels Microtargeting, nur als Beispiel genannt, Microtargeting, eine russisch, auf Kyrillisch geschrieben, eine russische Botschaft, er spricht selbstverständlich fließend Russisch, gesendet im Wege des Microtargeting, und zwar an die russischen Aussiedler, also die deutsch-russischen Aussiedler, und die lautet also jetzt sinngemäß: Wir sind gegen eine multikulturelle Gesellschaft. Das schreibt er auf Russisch an die russischen Aussiedler und findet das wahrscheinlich auch gut, und die finden das auch gut. Ja, das klingt witzig, ist aber natürlich schon, sagen wir, relativ dramatisch. Also, was steckt dahinter? Soziale Differenzierung, heute genannt auch Spaltung der Gesellschaft, schreitet rasant voran. Ja? Der Anteil des gesamtgesellschaftlichen Reichtums, ich glaube, das ist das, was dahinter steckt, der einer kleinen Gruppe reicher, sogenannter reicher Menschen zur Verfügung steht, wird relativ rasch größer. Andererseits wird ein erheblicher Teil der Bevölkerung in einem Zustand prekärer Abhängigkeit, 25%, 20%, Unsicherheit, nochmal 10%, und Chancenlosigkeit, sicher 10%, gehalten. Das ist so, das verfestigt sich. Da laufen halt manche rum und schreien Gerechtigkeit, aber jeder versteht was anderes darunter, und das ist ja zunächst mal das Faktum, ja, das sind sozusagen die schlechten Nachrichten. Die Spitze der sozialen Pyramide hat sich vor 25 Jahren mittels unseres berühmten Bundeskanzlers aus Hannover von der gemeinsamen Wirklichkeit verabschiedet, indem es die neue Zeit der Agenda 2010 verkündet hat, und die wird exekutiert zurzeit. Ja, das ist aber vermutlich, man nennt das Globalisierung, das führt dazu, dass Arbeitskräfte international konkurrieren, da kommt halt der ein oder andere Syrer oder Neger jetzt auch zu uns gelaufen und sagt, ich arbeite auch noch billiger, wenn es sein muss. Ja, und die deutsche Autoindustrie schaut mal, wo sie halt die Getriebe etwas preisgünstiger herstellen kann als in Rüsselsheim oder in Wolfsburg. Das finden jetzt wiederum die Rüsselsheimer und Wolfsburger nicht gut und schreien, wir wollen zurück in die gute alte Zeit, als Ferry Porsche noch unser Gott war. Das funktioniert aber nicht. Können Sie so hohe Zäune bauen, wie Sie wollen. Wird nicht funktionieren. So ist es. Das war jetzt sozusagen der allgemeine Weltüberblick. Ne? Zweitens Populismus. Ja, ich komme schon noch zum Thema. Was bedeutet Populismus? Wir schauen auf Wikipedia. Da steht das Gegenüberstellung von gemeinem Volk und Eliten. Das kennen Sie alle. Ja? Die da oben sind gegen uns. Die Eliten reißen sich alles unter den Nagel. Wir sind benachteiligt. Ne? Ich als Lehrer muss schon wieder Vertretungsstunde machen und so Zeug. Ne? Und die Berufung auf das durch Eliten unverfälschte Urteilsvermögen. Ja? Man muss nur dem Volk, ja, der wahre Mensch, der deutsche Mensch an sich, sozusagen, der durch Grillen und Lidl-Besuche und weiß der Kuck was und fleißiges Anschauen von RTL2 zur Urteilskraft und zur Aufklärung gelangte deutsche Mensch, muss nur mal in sich reinhorchen, in sein eigenes Rülpsen reinhorchen, dann versteht er, dass alles auch ganz einfach gehen könnte. Und dass dieses ganze Geschwätz und dieses ganze Eliten und dieses ganze Differenzieren eigentlich überflüssig ist, weil alles ist in Wirklichkeit ganz einfach. Hauptsache, ich kriege, was ich will, und die anderen nicht. Ja. Das ist natürlich, kann man machen, muss man aber nicht. Ja. Hat gewisse Konfliktpotenziale. Verschwörungstheoretische Denunziation der Machenschaften der Elite, das kennen Sie alle, sie beteiligen sich gelegentlich daran. Verschwörungstheorie, ganz großes, spannendes Thema. Ja, wer will uns dadurch irgendwas sagen, dass die Sonne schon wieder aufgegangen ist oder dass Donald Trump die Haare jetzt von hinten nach vorn oder von vorn nach hinten gekämmt hat und lauter so ein Zeug, oder die Flugzeuge vergiften uns, Sie kennen das alles, jüdische Weltverschwörung. Alles ist unvorstellbar schlimm, und die Bundesregierung tauscht die deutsche Bevölkerung heimlich aus. Also,
Ich höre, Sie kennen sich aus mit diesen Verschwörungstheorien. Beschwörung von Krise und Niedergang, das ist das, was ich hier gerade mache. Ja. Also alles wird immer schlimmer. Ja. Das ist aber schon immer so. Es ist ja schon alles immer schlimmer geworden. Und das Schöne daran ist, es stimmt auch, aber es wird natürlich auch nicht, auch manches wird auch immer wieder besser. Ja. Und vor allen Dingen, die Dinge sind ja, die Welt ist ja gestaltbar. Ja. Das ist ja auch noch eine, wir sind ja noch gar nicht zu Ameisen geworden, haben uns doch nicht dahin gemändelt, sozusagen dahin evolutioniert, wo Aldous Huxley uns vielleicht gesehen hat oder sonst wer, sondern wir haben schon noch die Chance, unser Leben zu gestalten und auch unser gemeinsames Leben zu gestalten. Dazu müssen wir uns klar werden darüber, was wir wollen. So, das war ja schon der zweite Teil, Populismus an und für sich. Ich will dazu mich nicht weiter äußern, das ist ja ein endloses Thema. Jetzt also zu Rechtspolitik und Strafrecht und Populismus im Strafrecht. Was bedeutet Populismus im Strafrecht? Beispiele, sogenannte Fake News oder Hybrid-Fakes. Ne? Fake News, kennen Sie alle, es ist dieses, ist also ursprünglich ja ein rein zur Generierung von Einnahmen erfundene Methode durch Verursachung von hohen Klickzahlen Werbeeinnahmen zu erlangen. Das ist in Amerika ist das ein super tolles Geschäftsmodell, bei uns aber nicht sehr verbreitet. Worüber wir sprechen, sind eigentlich solche Hybrid-Fakes, also solche Falschmeldungen oder ja, Falschmeldungen, die so Kerngehalte von Wahrheit aufweisen, aber die durch eine willkürliche Kontextualisierung verfälschen und ins Gegenteil umkehren oder instrumentalisieren für irgendwelche politischen Ziele. Das kennen Sie in vielfacher Weise. So richtig falsche Meldungen gibt es relativ selten im Strafrecht. Ne? Also ich erinnere vielleicht drei Beispiele, zwei sind ganz ähnlich. Der Fall Lisa, russischstämmige Mädchen, das angeblich vergewaltigt wurde von irgendwelchen Männern, was was zu größter Aufregung und Medienaufmerksamkeit geführt hat, aber vollkommen frei erfunden war. Was Ähnliches gab es mit diesen Bundeswehrsoldaten, die angeblich in Litauen ein litauisches Mädchen missbraucht oder vergewaltigt hatten. Oder ein sehr schönes Beispiel fand ich auch die berühmte Silvesternacht von Dortmund. Ich weiß nicht, ob die Ihnen vertraut ist, ob Sie auch da waren. 2017, Silvesternacht von Dortmund, ein tausendköpfiger arabischer Mob stürmte die größte deutsche Kathedrale. Ich wusste gar nicht, dass sie in Dortmund ist, aber so war es. Ne? Ein tausendköpfiger nordafrikanischer Mob zündete diese Kirche an, den Dom oder die Stadtkirche oder sonst irgendwas von Dortmund. Und das wurde tagelang berichtet und, und man forderte also schärfstes Vorgehen gegen diesen Mob mal wieder. Tatsächlich war es so, dass irgendwelche Menschen da, wie das an Silvester nicht völlig unüblich ist, Silvesterraketen zündeten. Eine von diesen Raketen flog auf das Dach der Kirche in Dortmund, flackerte da ein bisschen rum und wurde dann gelöscht. Das war der Angriff des tausendköpfigen arabischen Mobs auf den katholischen Glauben in Dortmund. Das Gegenteil, die sogenannte Lückenpresse, es gibt ja ein sehr bekanntes Buch mit diesem Namen, ganz erstaunliches Buch, ehrlich gesagt. Will ich mich jetzt nicht übermäßig kritisch dazu äußern. Lückenpresse. Fall Freiburg. Ne? Unvorstellbare Schrecklichkeit. Die Tagesschau hat nicht pflichtgemäß darüber berichtet, dass der Verdächtige, dass der eines Tötungsverbrechens Verdächtige Beschuldigte in Freiburg, der festgenommen wurde, Staatsbürger, glaube ich, von Afghanistan ist.
ich meine, die letzten 40 Jahre bin ich auch ohne diese, Sie wahrscheinlich auch ohne diese Mitteilung ausgekommen. Ich habe mich nie darüber beschwert, dass irgendwer nicht gesagt hat, irgendein Verdächtiger habe Schweißfüße oder habe keine schlechte Zähne oder habe das große Latinum nicht geschafft oder irgend so Zeug, ja. Oder sei irgendwie aus Luxemburg vor 3 Generationen eingewandert oder irgendwas, ja. Aber jetzt war plötzlich das ein unglaublicher Skandal. Die ARD hat sich wochenlang dafür entschuldigt, dass sie versäumt hat, uns so mitzuteilen, dass es sich um einen Afghanen gehandelt habe. Lückenpresse, ja. Also es ist ja zunächst mal nicht diese Tatsache ist davon Bedeutung, sondern die Tatsache der Skandalisierung ist das, was ist die eigentlich bedeutsame Nachricht. Also unsere Aufmerksamkeit verändert ihren Fokus und unsere normativen Strukturen und Erwartungen verändern ihren Fokus. Zum Strafrecht. Da könnte ich jetzt natürlich viel darüber erzählen. Strafrecht ist ja, wie Sie wissen, das wissen Sie auch alle, eine interessante Angelegenheit. Nicht nur im Detail und nicht nur für Strafrechtler und Spezialisten. Und es ist nicht nur kompliziert, sondern es ist auch richtig interessant. Ja? Also kein Sonntag ohne Strafrecht, kein Tag ohne Tatort Hafenkant oder wie es heißt, oder über irgendwelche spinnerten Kommissare, die auf Nordseeinseln irgendwie rumfahren und mit dem Fahrrad irgendwen fangen und immer fort witzig sind und dann diese ganzen gescheiterten Kommissare, die da mit ihren verblichenen, unehelichen Kindern immer nicht zurechtkommen und so weiter. Und das erfüllt uns ja ununterbrochen, ja, mit größter Begeisterung. Und dahinter stehen ja immer diese Verbrechen. Es steht natürlich das wirkliche Leben, die Lebenswelt, der Mensch an sich und so weiter. Ne? Ach, ist wieder so nett und jetzt ist der in die verliebt oder vielleicht auch nicht und so weiter. Und dahinter aber natürlich immer das Verbrechen. Und die Kriminalliteratur ist, kann man ja nur noch tonnenweise messen, die da jedes Jahr auf den Markt geschaufelt wird. Und es gibt keinen Mensch mehr, fast keinen studierten Menschen mehr, der nicht sagt, irgendwann, wenn ich aufhöre zu arbeiten, dann fange ich an, Kriminalromane zu schreiben. Dann wird mein Leben endlich einen Sinn erlangen, indem ich dann ich schreibe jetzt den Heidelberg-Krimi. Ja? Der muss irgendwas, den Neckarbrücken-Blues-Krimi. Ja? Das sind die Pläne, die Menschen haben. Also ich will damit sagen, Strafrecht ist außerordentlich interessant, erfüllt uns mit Schrecken, Neugier und so weiter. Das war auch schon immer so. Es wird heute halt ein bisschen breiter gehypt und diskutiert, aber das war schon immer so. Auch die Lokalpresse, die Presseberichterstattung stürzt sich natürlich nicht auf irgendwelche Mietprozesse, wo immer abwechselnd die Rechte der Mieter gestärkt oder die Rechte der Vermieter gestärkt werden. Die Rechte der Zahnärzte werden gestärkt oder die Rechte der Zahnarzthelferin werden gestärkt. Das ist ja völlig langweilig, ja. Sondern es geht ja immer nur darum, wer war es und was kriegt er und wie heißt der Ronny oder heißt der Mike, ja, und kriegt er 6 Monate oder 8 Monate und wie blöd war er jetzt eigentlich und so weiter. Ja. Und das erfüllt die Menschen mit großer Freude. So, das kommt daher, weil Strafrecht ja eine hochsymbolische Angelegenheit ist. Ja, total symbolische Angelegenheit. Strafrecht ist Kommunikation und Gewalt. Das ahnen Sie vielleicht noch nicht, aber Sie fürchten sich trotzdem, wenn da irgendwie die Polizei kommt oder so und Sie betrachten das mit einem gewissen Schauer, wenn da diese SEK, diese vermummten Menschen, ich weiß auch nicht, warum die vermummt sind, aber sie laufen mit diesen Motorradhauben immer auf dem Gelände des Bundesgerichtshofs herum und sind vermummt, wenn sie irgendeinen armen, gefesselten Afghanen zum Ermittlungsrichter führen. Und das ist natürlich total bedeutend, oder wenn Sie mal rumlaufen und SEK-Mitglieder sind und leere Garagen stürmen. Und oder sichern, nachdem alles vorbei ist. Dann kommen wir immer und sichern das alles ab.
Sie wissen, was ich meine. Ich will das gar nicht so ridikulisieren. Ist ja alles total bedeutend, aber manchmal ein bisschen übertrieben. Und so Strafrecht ist Gewalt und Kommunikation über Gewalt. Nämlich nicht über unsere Gewalt, sondern über staatliche Gewalt. Ja? Strafrecht ist das, was der Staat gegen uns, gegen die Bürger tut. Oder tun möchte oder tun kann. Oder was wir meinen, was er tun könnte. Also Strafrecht ist nicht etwas, was ein wohlmeinender großer Bruder oder eine große Schwester aus lauter Menschenliebe uns zumisst. Ja? Liebes Volk, ich möchte dir gerne mit dem Strafprozessrecht helfen und ich möchte jetzt sehr gerne dich unterstützen in deinem Leben, indem ich dir diese kleine Kamera gebe und diese kleine Telefonüberwachungsanlage und diese kleine Durchsuchungsanordnung und diesen kleinen Untersuchungshaftvollzug und diese kleine einstweilige Erschießung. Und das tue ich alles nur, weil ich dich so liebe und weil du mir so wertvoll bist mit deinen Rechtsgütern. So ist es nicht. Das ist natürlich auch wieder etwas albern ausgedrückt, das weiß ich schon. Aber ich weiß nicht, wie viele Kinder im Raum sind. Und ich muss jetzt etwas... populär gestalten. Nein, Sie wissen, was ich meine. Der Staat ist eigentlich, der Staat ist nicht unser Freund, sondern der Staat ist eine große Maschine, eine gewaltige Maschine der obrigkeitlichen Gewalt. Und dass er heute so erscheint, als ob er dazu verpflichtet sei, unser Freund zu sein, ist ein Phänomen, das seiner eigenen Erklärung bedarf. Und das mit vielen zusammenhängt, das mit diesem Thema auch des heutigen Abends in mehr oder minder enger Beziehung steht. Weil Strafrecht so bedeutend ist, weil Strafrecht letzten Endes nicht dazu da ist, für die 4% Menschen, die wir einsperren, die sind, okay, die sperren wir halt ein, die machen das halt, sondern Strafrecht ist ja letzten Endes, wenn Sie sich überlegen, ja, nur mal als Beispiel, jetzt hat das Kabinett letzte Woche beschlossen, dass die Mindeststrafe für Einbruchsdiebstahl erhöht wird. Die Bild-Zeitung ist vorletzte Woche, glaube ich, erschienen mit einer halbseitigen, ich saß neben einem Menschen im Zug, der hat es gelesen, eine halbe Stunde hat er drauf gestarrt, halbseitige Schlagzeile, Einbrecherwesen oder so ähnlich, Überschrift, ja, und dann endlich schlägt der Staat zurück. Ja, endlich schlägt. So, da gibt es also eine Armee der Einbrecher, ja, wie heißen die in Entenhausen? Panzerknacker. Ja, so eine Panzerknacker-Armee und die hat beschlossen, wir greifen an. Ja, und jetzt hat der Staat lange überlegt, ja, und denkt jetzt, okay, wir schlagen zurück. Ja, und jetzt wurde die Mindeststrafe für Einbruchsdiebstahl, was ja ein wirklich unangenehmes Delikt ist, ich weiß nicht, jeder, bei dem er eingebrochen wurde, wird es wissen, es ist wirklich unangenehm, wenn man weiß, da war jemand in der Wohnung, es geht nicht nur um den Fotoapparat, der da weg ist, ja, es geht eher darum, dass jemand da war, dass jemand die Schubladen zerwühlt hat und es geht um diese Verletzung von einem grundlegenden Gefühl der Sicherheit und der Geborgenheit innerhalb der sogenannten eigenen vier Wände. Das ist ja die eigentliche Rechtsgutsverletzung. Deshalb ist es ja so völlig schwachsinnig, die hohe Strafe daran zu knüpfen, dass irgendein Kaugummi gestohlen wurde. Ja, man könnte ja sagen, jeder, der in eine Wohnung eindringt, aus welchen Gründen auch immer, um andere zu beobachten und zu fotografieren, um da irgendwas zu machen, da gibt es ja so Leute, die finden das schön, klettern nachts in fremde Schlafzimmer, beobachten die Leute beim Schlafen und gehen dann wieder nach Hause, ne? Und finden das, ja, das gibt's. Die Geschmäcker sind verschieden. Das ist ja, also ehrlich gesagt, mir wäre das viel unangenehmer, wenn ich wüsste, dass das jemand zu meinen Lasten gemacht hat, als wenn ich wüsste, jemand ist in meinem Keller gewesen, hat da eine Dose Gurken gestohlen, oder? Das ist mir völlig wurscht, ja. Kann er meinetwegen haben. Und also deshalb ist ja auch diese Rechtsgutsbestimmung des § 244 Wohnungseinbruchsdiebstahl ganz merkwürdig. Ja? Geht voll an der Sache vorbei. Gut, jetzt hat also das Kabinett beschlossen
und unser berühmter Bundesjustizminister Heiko Maas hat es selber sich ausgedacht, dass man die Mindeststrafe erhöhen muss. Jetzt denkt natürlich der rumänische Bandeneinbrecher, denkt jetzt, okay, dann lasse ich es. Ja. Ja. Er sagt, okay, für 8 Monate hätte ich es gemacht, ja, aber 12 Monate, nee, da bleibe ich in Rumänien. Ne? Also die Sicherheit wird, Sie werden es sehen, es kommt nicht mehr vor in der Zeitung. Jetzt, die Sache ist gegessen, ja? Der Strafrahmen ist erhöht. Noch viel besser ist es, wenn man die Höchststrafe von 10 auf 15 Jahre erhöhen würde. Das führt zu einer extremen Erhöhung der Sicherheit der Bevölkerung. Und von da an hört man auch nie mehr was davon. Aber Sie haben es vermutlich gehört, die Wahl in Nordrhein-Westfalen ist entschieden worden an der Frage der Statistik über den Wohnungseinbruchsdiebstahl, behaupten manche. Ja. Die Bevölkerung wollte einfach mehr Sicherheit und die SPD hat leider versäumt, die Strafdrohung für Wohnungseinbruchsdiebstahl genügend hoch zu machen. Und jetzt haben die Leute halt entschieden, na gut, dann nehmen wir halt den anderen. Dann bricht bei mir keiner mehr ein. Ja. Und wir registrieren jetzt alle Ausländer natürlich, das ist ja das Wichtigste überhaupt. Also insoweit muss man sagen, ist diese populistische Umgehensweise mit Strafrecht natürlich auch nicht etwas Neues. Das ist nicht etwas, was jetzt gerade erfunden wird oder nur diejenigen sich auf die Fahnen geschrieben haben, die wir verachtungsvoll als Populisten bezeichnen. Sondern es ist eine absolut übliche Vorgehensweise, sowohl der Medienlandschaft als auch der Politik unter den Bedingungen dieses auf Konkurrenz ausgelegten, kurzlebigen und mit allerlei Problemen und strukturellen Gefahren belasteten Systems der parlamentarischen Demokratie, die wir halt haben. Ja. So müssen Politiker offenbar funktionieren, damit sie in der Welt dieser Breaking-News-Nachrichten und dieser kurzatmigen Betrachtung überhaupt noch wahrgenommen werden und irgendwelche kurzfristigen Erfolge erzielen. Und das wiederum ist in hohem Maße verbunden damit, mit dem, was ich vorhin sagte, nämlich damit, dass wir in einer Gesellschaft leben, die extrem segmentiert ist. Ja, wir haben halt nicht mehr diese Milieus, jetzt komme ich auf das Erstgenannte zurück, wir haben nicht mehr diese Milieus, die sagen, ist mir doch alles wurscht, mein Vater war Bergarbeiter oder Schmied oder Automobilbauer und mein Großvater war es und ich bin es auch. Und wenn ich in Oberhausen wohne, dann wäre ich gefälligst SPD, das ist ja mir wurscht, was die machen. Ne? Sowas gibt es nicht mehr, das ist vorbei. Ja? Die Kinder sind alle auf der Fachhochschule oder machen LLM in Oxford oder sonst wo, ja, und fallen in der Welt rum oder gründen irgendwelche Start-ups und hocken den ganzen 28 Stunden am Tag vor ihren blöden Dings da, Laptops. Und soweit, Sie wissen, was ich meine. Und alles geht aufwärts, runter und rauf und alles bewegt sich, alles verändert sich. Ne? Und niemand darf mehr morgen da sein, wo er heute ist. Schon hat er verloren. Niemand darf mehr stillstehen, alles muss sich bewegen. Das heißt, die ganze Struktur zerfällt und deshalb gibt es überhaupt keine festen Milieus mehr, ganz wenige nur noch. Und die erscheinen uns ja geradezu als aus der Zeit gefallen, heißt es immer so schön. Ja? Und deshalb bedeutet Politik heute auch, man muss ganz konkret irgendwas sagen, irgendwas daherfaseln, was einer Gruppe gerade mal passt und morgen schon wieder was anderes. Spielt auch gar keine Rolle. Ja? Und das wird dann wiederum, wenn das nicht klappt, was ja logisch ist, kann ja gar nicht klappen, dann wird das wieder diesen Politikern als deren Versagen angekreidet. Die sind aber gar nicht so blöd, wie sie manchmal scheinen oder wie sie sich manchmal darstellen. Manche schon, manche auch nicht. Aber das ist nicht anders als bei uns auch. Ja. So, das war wieder eine kleine Abschweifung. Zweites Beispiel, 177 natürlich. Man kann über Strafrecht nicht reden, ohne über den Fall Lohfink zu sprechen und über das berühmte Team Gina Lisa, ein ganz großartiges Team, dem sich insbesondere eine amtierende Bundesministerin begeistert angeschlossen hat, Team Gina Lisa,
der Bundesjustizminister konnte gerade, glaube ich, noch davon abgehalten werden. Er hat jedenfalls dann gesagt, nein, er hätte es ja doch nicht ganz gemacht. Also eine Instrumentalisierung, ich will über den Fall Lofink, also insbesondere über die Betroffenen, überhaupt nichts sagen. Das ist ein Kriminalfall, der relativ uninteressant ist letzten Endes. Was daran interessant ist, ist ja nur, dass dieser Fall, der vollkommen ungeklärt war, der auch offensichtlich hochstreitig war, dass der in einem Ausmaße die deutsche Bevölkerung und die Politik vor allen Dingen auch und die Medien in einen Zustand der Erregung versetzt hat, dass man nur noch als pathologisch bezeichnen kann. Und dass an diesem Fall einer der ungeeigneten Fälle, also mir würden wirklich zu jeder Tages- und Nachtzeit 10 bessere Fälle einfallen, ja? Ehrlich. Und da wird ausgerechnet dieser Fall, dieser blödsinnige Fall Lofing, der wird genommen und gesagt, denn der beweist jetzt, dass diese Änderung des Strafgesetzes unbedingt erforderlich ist. Und das Zweite, was er, das kennen Sie auch, das Zweite, was dazu führte, war, oder was da instrumentalisiert wurde, war die sogenannte Nacht von Köln, die Silvesternacht 2015-16 Köln. Auch das ein völliger Nonsens, ich kann es nicht anders sagen. Nichts, was damals passiert ist, war nicht strafbar. Ein Tag später hat der, oder zwei Tage später hat der Bundesjustizminister gesagt, ein unglaublicher Vorgang, der da stattgefunden hat, der zeigt, dass wir gravierende Lücken im Strafrecht haben und damit, das muss endlich geändert werden. Und darauf hat sich diese ganze seit Jahren laufende Szene und Bewegung diese ganz draufgesattelt und hat die ganze Zeit über nur geschrien, weil diese schrecklichen nordafrikanischen Taschendiebe da, die ja alle überhaupt keine Flüchtlinge waren, sondern angeblich schon jahrelang da wohnten und alle schon bekannt waren und den Hauptbahnhof schon ganz lange bevölkerten und so weiter, weil die jetzt nicht geschnappt werden können, muss das Gesetz geändert werden. Gravierende Lücken im Strafrecht sind aufgetreten. Nichts davon war richtig. Alle Taten, die da begangen wurden, Nötigung, sexuelle Nötigung, ganz einzelne Fälle von Vergewaltigung im rechtstechnischen Sinn, Körperverletzung, Diebstahl, alles strafbar. Ja, alles war strafbar. Und diese puren Grabschereien, um die es da angeblich immer ging, die haben ja gar nicht stattgefunden, sondern es wurde ja berichtet, die betroffenen Opfer dieser Straftaten, die da stattfanden, die sind umzingelt worden, die sind festgehalten worden, die sind in Angst und Schrecken versetzt worden, die sind umringt worden und so weiter. Also lauter Dinge, die ja schon auch vorher schon alle strafbar waren. Und was da stattgefunden hat, war ja nicht ein Versagen des Strafrechts, sondern ein Versagen der Polizei und sonst gar nichts. Also die Polizei hat halt daneben gestanden und gesagt, da kann man nichts machen oder wir sind zu wenig. Das war ein eindeutiges Versagen der Polizei, also der Sicherheits-, der präventiv arbeitenden Polizei und nicht ein Versagen des Strafgesetzes. Und trotzdem hat das dazu geführt, dass in einer gigantischen Aufwallung von Erregung, der man fast nichts mehr entgegensetzen konnte. Ich muss dazu sagen, ich habe es ehrlich ernsthaft versucht, aber es ging nicht. Auch andere, natürlich nicht nur ich, ja, sondern auch andere haben es ernsthaft versucht, aber es war nicht mehr aufzuhalten, sondern es wurde am Schluss wurde ein Gesetz verabschiedet, das nach meiner ganz persönlichen, individuellen Meinung eines der schlechtesten Strafrechtsänderungsgesetze ist, was ich in den letzten 20 Jahren erlebt habe. Ein Gesetz, was jede Menge Schwierigkeiten macht, was auch den Betroffenen oder denen, die sich viel davon versprechen, letztendlich vermutlich sehr wenig bringen wird, weil es zu unglaublichen Beweisschwierigkeiten führt, zu Fehlurteilen in jeder Hinsicht, sowohl Fehlfreisprüchen als auch Fehlanklagen und weil es einfach nur eine Symbolik ist. Also ziemlich üble Sache, die da mit dem Strafrecht getrieben wurde, auf der Grundlage einer, in diesem Fall einer mediengesteuerten, Politik- und mediengesteuerten künstlichen Erregung, die man leicht hätte vermeiden können, wenn man den Dingen ein bisschen differenziert und distanziert gegenübergestanden hätte. Zweitletztes Beispiel, nur ganz kurz, Rechtsgut Polizei, also
113 StGB, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Ist nur ein kleines Beispiel. Die Juristen unter Ihnen oder die Rechtsstudenten unter Ihnen werden es vielleicht verstehen, was ich meine. Der Paragraph 113, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, ist ein Privilegierungstatbestand. Der ist reingekommen ins Gesetz, ursprünglich ins Reichsstrafgesetz und dann auch ins StGB, was wir haben, weil man gesagt hat, wir müssen den Menschen, die einer regelmäßig bewaffneten, überlegenen Staatsgewalt gegenüberstehen und da die Nerven verlieren, weil sie verhaftet werden, weil sie abgeführt werden, weil sie irgendwie besoffen rumrandaliert haben und werden jetzt da abgeführt oder gefesselt oder sonst irgendwas. Diesen Menschen, die da überreagieren gegenüber der Polizei, denen müssen wir ein Privileg, wir müssen die weniger bestrafen, als wenn man andere Menschen aufs Maul haut oder sich gegen die wehrt oder nötigt oder sonst was. Also der 113 StGB, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, war ursprünglich eher ein Privilegierungstatbestand. Und er hat in der Diskussion, in der öffentlichen Diskussion der letzten zwei Jahre, durch die bloße Behauptung, immer mehr Gewalt gegen Polizeibeamte, vollkommen seine Richtung verändert. Plötzlich reden wir noch darüber, die armen Polizeibeamten müssen jetzt viel besser geschützt werden. Die müssen besser geschützt werden als die Nicht-Polizeibeamten. Jetzt ist die Strafdrohung für Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Nötigung, also nötigungsähnliche Handlungen gegen Polizeibeamte, ist jetzt höher als gegen normale Bürger. Eine relativ merkwürdige Angelegenheit, die darauf beruht, dass Lobbygruppen plötzlich sagen, die Gewalt gegen die Polizei nimmt immer mehr zu und um diese armen Menschen, die Polizeibeamten, zu schützen, müssen wir die Täter höher bestrafen. Ob das kriminologisch passt, spielt da überhaupt keine Rolle. Ja, wenn Sie sich vorstellen, wie Sie so drauf sind, wenn Sie nachts in der Düsseldorfer Altstadt mit Ihren üblichen 2,2 Promille unterwegs sind da rumgrölen, ja, oder irgendwelche Bierflaschen gegen fremde Wände werfen oder sonst was. Und da kommen dann plötzlich diese drei oder vier Cops da mal wieder angelaufen und die sagen ihnen, halt's Maul jetzt oder du kommst hier mit. Und ob sie sich da jetzt überlegen, na gut, da haben wir einen lieber Mann, statt 5 Monate gibt es jetzt 6 Monate oder so, ja. Das halte ich für sehr zweifelhaft. Ja. Oder was so ein Fußball-Hooligan ist, ja, ob der jetzt denkt, ob der jetzt immer sein StGB dabei hat und nochmal schnell nachblickt, ob er jetzt da zurück Steine schmeißen darf oder nicht, das halte ich für zweifelhaft. Ja? Aber so ist es. Und wenn man mal nachschaut, was bedeutet denn Gewalt gegen Polizeibeamte? Was bedeutet das? Schauen Sie mal nach in den Statistiken, wird ja alles sehr relativ gut statistisch erfasst, dann stellen Sie fest, Gewalt bedeutet sich wehren. Das ist schon Gewalt, zum Beispiel nicht mitkommen, also sich festhalten. Polizeibeamte sagen, kommen Sie bitte mit, man hält Sie am Tisch fest, ne, oder am Auto, machen viele gerne. Die wollen einfach nicht aus dem Auto aussteigen, indem sie mühsam reingekrabbelt sind. Ja. Und das ist Gewalt, ne, sich sperren gegen Verbringen. Das bedeutet nicht etwa jetzt los mit einer Basekeule oder mit einem Revolver auf die Polizisten losgehen, sondern Gewalt bedeutet schon, sich irgendwie körperlich dagegen sperren, dass mit einem was gemacht wird. Das ist schon in der Definition dieser Statistiken, ist das schon Gewalt. Kann man sagen, das ist ja eigentlich der Job der Polizeibeamten, ja, solche Gewalt zu überwinden oder zu brechen oder so. Ja, da müssen sie jetzt nicht ausdrücklich noch viel besser geschützt werden als die anderen. Gut, so, PKS ist sowieso ein polizeiliche Kriminalstatistik, ein jährlich wiederkehrendes Spektakel, kennen Sie auch. Kommt dann der Bundesinnenminister oder so der Landesinnenminister, der kriegt dann so eine Kladde überreicht, das ist die polizeiliche Kriminalstatistik, da steht halt irgendwas drin. Das ist wieder gestiegen, die sowieso Kriminalität, immer mehr Autoeinbrüche und so ein Zeug. Jeder, der sich halbwegs damit beschäftigt hat, weiß, dass die polizeiliche Kriminalstatistik, die ist schon sinnvoll, aber die ist nicht so sinnvoll, wie sie benutzt wird. Ja, die wird den Bürgern verkauft als Statistik über die Kriminalität. In Wirklichkeit ist es eine Statistik über die Tätigkeit der Polizei, sonst gar nichts. Ne? Über die Registrierungs-, Definitions- und Bearbeitungsmethoden und Tätigkeit der Polizei. Wenn Sie in irgendeine Kleinstadt, wenn Sie in irgendeiner deutschen Kleinstadt die Anzahl der Polizeibeamten um 50% erhöhen, explodiert dort die Kriminalität.
Das ist der Sinn der polizeilichen Kriminalstatistik, weil halt einfach mehr rumlaufen und dann mehr beobachten. Und das ist so. Wenn Sie, wenn so eine städtische Dings, wie heißen die, diese städtischen Ordnungskräfte, die diese, die Schrecken des ruhenden Verkehrs halt da sind. Wenn Sie eine in Heidelberg rumschicken in der Innenstadt, ja, ist, also in Heidelberg gibt es praktisch keine Parkverstöße. Ne? Wenn Sie jetzt die Zahl auf 50 erhöhen, dann sagen Sie Heidelberg, Hauptstadt der Falschparker. Ne? So läuft's. Und dann kommt der Innenminister und sagt, ja, wir brauchen irgendwas. Ne? Wir haben jetzt da, jetzt müssen wir voll zurückschlagen. Der Rechtsstaat muss jetzt irgendwas tun. Über allem und am allerschönsten und am allerwichtigsten ist natürlich der internationale Terrorismus. Den kennen Sie alle, Sie sind damit groß geworden, schon, also selbst die analog Aufgewachsenen unter uns sind ja schon damit groß geworden. Zu meiner Zeit war es noch die PLO. Seitdem haben wir den sogenannten internationalen Terrorismus. Wir führen einen Krieg gegen diesen Terrorismus, wir wissen es, mal hier, mal dort. Schmeißen Mütter aller Bomben oder 25 Schokoladenkuchen nach Syrien. Und 59 waren es, glaube ich, genau. Und bekämpfen immerfort den internationalen Terrorismus. Auch bei uns, ne, jeder, der mit dem internationalen Terrorismus in Verbindung steht, ist, wird bekämpft. Und wer dahin will, wird bekämpft. Und wer sich das anhört, wird bekämpft. Und wer das denkt, wird bekämpft. Und immerfort sind wir im Krieg gegen den internationalen Terrorismus. Nicht etwa, wir sind nicht mehr im Krieg um Öl. Wir sind auch nicht im Krieg um Gaspipelines, durch Iran, durch Syrien oder durch den Irak und so weiter, sondern wir sind einfach im Krieg gegen diesen internationalen Terrorismus, weil der Saddam Hussein halt so übermächtig viel Massenvernichtungswaffen hat, müssen wir den internationalen Terrorismus bekämpfen. Und irgendwann, wenn wir ihn nur lange noch bekämpfen, dann wird alles gut. Das ist ein Sondergebiet, über das man einen ganzen weiteren Abend gerne verbringen könnte. Ich will Sie nur dafür sensibilisieren, dass Sie mal darüber nachdenken, was damit eigentlich gemeint ist mit diesem internationalen Terrorismus und ob Sie die Chance sehen, dass in Ihrem Leben, bevor Sie endgültig ins All verschwinden, ja, in die Unendlichkeit treten, ob wohl der internationale Terrorismus noch besiegt wird, bevor das letzte Öl aus dem Nahen Osten gebuddelt ist. Die Frage stellt sich. Und was das mit unserem Strafrecht zu tun hat und so weiter. Und ob das möglicherweise eigentlich strafbar sein könnte, in Rammstein zu sitzen und ferngelenkte Bomben auf Hochzeitsgesellschaften in Pakistan zu steuern. Und ob auch das ist ja eine Frage, die sich eigentlich auch strafrechtlich stellen könnte. Aber darüber denken wir nicht nach, weil wir das auf jeden Fall gut finden, dass der internationale Terrorismus bekämpft. Also das alles sind jetzt etwas holzschnittartig, das werden Sie bemerkt haben, holzschnittartig zusammengefasste schlechte Diagnosen, die irgendwie sagen, es ist alles furchtbar, es wird viel populistischer, das heißt populärer auf Vereinfachung, das meine ich, auf Vereinfachung zielender Unsinn getrieben mit dem Strafrecht und zwar wie soll ich sagen, auch bewusst, ja? Nicht nur deshalb, weil das alles so wichtig und bedeutend ist, sondern auch, weil die Menschen, die es tun, teilweise, nicht alle, aber teilweise gewiss, auch einfach nur denken, dass es wichtig ist, dass es für sie wichtig, für uns wichtig ist. Dass sie wissen, dass wir uns fürchten, dass wir lieber sicher sind als unsicher, dass wir lieber Freunde haben als Feinde, dass wir in unserem Leben glücklich sein wollen, und zufrieden und dass wir eine Aussicht auf unser Leben haben wollen, ohne zu sagen, ich weiß nicht, was ich nächsten Monat mache, was ich in einem Jahr mache, ich weiß nicht, wer meine Familie ist, ich weiß nicht, wo ich wohne, ich weiß nicht, was ich arbeite, ich weiß nicht, wie ich alt werden soll, wie ich sterben soll, all das ist völlig offen. Ne? Gerhard Schröder hat mir gesagt, Agenda 2010 bedeutet, du bist für allein verantwortlich, für alles, ja? Für alles. Vom lebenslangen Lernen bis zum Sterbebett bist du allein verantwortlich. Du hast niemanden mehr auf der ganzen Welt, am wenigsten den Staat oder irgendwelche Sozialstrukturen oder irgendwelche Solidargemeinschaften, die für dich sorgen, sondern du bist allein verantwortlich. Und mach was draus oder lass es bleiben.
Ja, wir haben genug andere. Da kommt halt irgendeiner aus Syrien oder aus Marokko oder aus sonst woher oder aus China und der macht denselben Scheiß wie du für weniger Geld. Und dich brauchen wir nicht mehr. Das erzeugt große Angst in den Menschen, ne, in uns allen. Das ist ja die Angst, die uns umtreibt. Und das ist jedenfalls eine Angst, die viel realer ist als die Angst, dass irgendwelche verrückten Idioten kommen und Busse oder Lastwagen in Weihnachtsmärkte fahren. Diese Chance ist schon auch da. Ja. Wir können uns nicht vorstellen, wir können ja nicht erwarten, dass wir 20 oder 30% der Weltbevölkerung, uns 80% des Weltreichtums unter den Nagel reißen können, und zwar dauerhaft, immerfort, immer weiter, bis alle Reichtum aufgebraucht ist, ohne dass irgendeiner von diesen armen Arschlöchern kommt und über den Zaun krabbelt und uns hier einen Lastwagen in einen Weihnachtsmarkt fährt. Das können wir ja nicht ernsthaft erwarten. Wie hoch wollen wir denn diese Mauern bauen, diese Zäune um das Mittelmeer? Das geht gar nicht. Wir müssen auf jeden Fall damit rechnen, dass das passiert. Denn irgendwer wird sich immer finden, der sagt, mir ist alles egal. Ja? Jetzt hänge ich mir so eine Bombe um den Bauch und dann gehe ich irgendwo hin, wo möglichst viele von diesen Kerlen sind und die spreche ich mir in die Luft. Dazu zu sagen, das ist ein feiger Anschlag, ist, halte ich für absurd. Das ist natürlich kein feiger Anschlag. Ne? Der Hinterhalt und die Falle und die Überraschung und die Vernichtung ohne Ankündigung ist eine militärische Strategie, die seit Jahrtausenden als erfolgreich angesehen wird, in jeder Militärschule der Welt gelehrt wird. Da wäre ja blöd, wenn das anders machen würde. Ne? Die machen es halt so. Ja, die sind uns ja natürlich technologisch unterlegen, aber sie werden es tun. Mit diesem Risiko muss man leben. Ich will damit nicht sagen, das ist schön oder das ist egal. Das ist alles furchtbar. Niemand kann die geringste Sympathie oder Verständnis dafür haben, dass Menschen andere Menschen die Köpfe abschneiden und sagen, das hat der liebe Gott mir befohlen oder sonst was. Ja. Das tue ich jetzt, damit ich ins Paradies komme. Das ist natürlich absurder. Und wir dürfen nur nicht ganz vergessen, dass manche unserer Handlungen, unserer Motivationen dem nicht so fern sind, wie wir gelegentlich vorgeben, dass sie sind. Aber worauf ich hinaus wollte, war ja eigentlich zu sagen, die Chance, dass sich diese Risiken verwirklichen, ist ja für uns in Deutschland, in Heidelberg oder in Deutschland insgesamt oder in Europa, ist ja minimal. Ne? In Deutschland besonders minimal. Wir leben ja auf einem Fettauge der Sicherheit, auf einem Fettauge des Reichtums, des Wohlstands, der Wunderbarkeit, ne, der Entspannung und so weiter. Wir leben ganz oben auf der Welt, da schwimmen wir. Und die Angst, die uns umtreibt und die uns umtreiben sollte, ist ja eigentlich eine ganz andere. Also die Risiken, von denen wir Angst haben, sind andere. Und wir müssen uns überlegen, wie weit wir diese Risiken jetzt irgendwie sublimieren oder diese Angst irgendwie projizieren auf andere Menschen, ja, die uns angeblich wieder mal was Feindliches wollen. Und wir müssen uns dabei überlegen, dass wir uns in eine Kultur reingeschafft haben, mit Macht, mit Freude, Macht und voller Begeisterung in eine Kultur reingeschafft haben, in der der einzelne Mensch nur noch ein allein für sich selbst und sein Schicksal und sein Glück verantwortlicher Individuum ist, was keiner anderer mehr versteht. Ne? Niemand versteht mich außer mein iPad. Und um mich herum sind nur noch Konkurrenten. Konkurrenten um alles, ja? Um Frauen, um Männer, um Liebe, um Geld, um Wohnung, um Zukunft, um Glück, um alles. Und wer in dieser Welt lebt, muss damit leben, dass er ständig Angst hat vor irgendwas. Ne? Und da wurschtelt man sich ein, macht kleine Gruppen und sagt, die Armen sollen nicht hierhin kommen und Schwarzen sollen nicht kommen und die Syrer sollen nicht kommen und es soll alles schön so bleiben und ich möchte hier doch immerhin an C-Klasse Mercedes, muss ja doch nochmal möglich sein, das ist ja ein Menschenrecht und so weiter. Und mit 59 sollte man, mit 35 sollte man tendenziell das Studium beenden und mit 55 tendenziell die Berufstätigkeit. Und dann sollte mir dann noch die Kreuzfahrten bezahlen, die dann anschließend folgen. Das ist natürlich ein risikoreiche Lebens- und Weltplanung. Und in diese Lücke stößt das Strafrecht. Ich komme mal wieder
ganz zum Schluss, ich bin gleich fertig, zum Strafrecht. Und ja, das sollte man sich einfach mal überlegen, wollte ich damit nur sagen. Das bedeutet, was will ich jetzt damit sagen? Jetzt kommt die Lösungsphase, die ist ganz kurz, weil ich natürlich keine Lösung habe, außer dem, was ich Ihnen schon die ganze Zeit erzähle oder versuche zu gestalten, nämlich, dass alles nicht so einfach ist. Das ist ja nicht nur eine schlechte Nachricht, sondern es ist ja auch eine Nachricht, die uns beglücken kann. Es ist nicht so einfach. Ja? Man muss nicht einfach, es klappt einfach nicht. Es reicht nicht aus, in die AfD einzutreten und zu sagen, Volksverräter oder sonst irgendwas oder Lügenpresse und dann ist alles gut. Sondern dadurch wird nichts gut. Ja? Deshalb sehen die auch alle so verhärmt aus, weil ja dadurch nichts gut wird, dass das immer, weil dann, wenn nichts nachkommt, was soll's. Ne? Und die werden ja nicht wirklich glücklich, wenn man sich diese Gestalten anschaut. Und ich will damit nur sagen, wir haben ja doch eine Menge Möglichkeiten. Ne? Wir haben ja doch viel mehr Möglichkeiten als die meisten Menschen auf der Welt. Und dieser Möglichkeiten sollten wir uns bewusst sein. Und die sollten wir nutzen. Das sind intellektuelle Möglichkeiten, kulturelle Möglichkeiten, politische Möglichkeiten. Natürlich leben wir jetzt nicht in einer Demokratie, die optimal ist, sondern die ist in hohem Maße gefährdet oder jedenfalls strukturell gefährdet durch diese unglaubliche Revolution der digitalen Kommunikation, die sicher so bedeutend ist wie die Erfindung des Buchdrucks mit den beweglichen Lettern. So kann man das ja vergleichen. Dadurch hat sich Europa total verändert. Ja? Trotzdem kann man nicht sagen, bevor der Buchdruck erfunden wurde, war alles besser. Das würde heute niemand mehr sagen. Und man kann auch nicht sagen, bevor die Digitalisierung der Kommunikation erfunden wurde, war alles besser. Aber alles verändert sich. Und das ist auch ein Teil davon. Alle Strukturen verändern sich, die Kommunikation verändert sich, die Bedeutungen verändern sich und die Aussichten verändern sich. Und daran muss man arbeiten, mit den Mitteln, die wir haben. Und man sollte versuchen, Gemeinsamkeiten zu finden, ne? Auf der Basis dessen, was wir und andere, die früher auch nicht ganz blöd waren, geschaffen haben. Zum Beispiel Grundgesetz, Verfassung, Menschenrechte, Strukturen von Verwaltung, Strukturen von Recht, Strukturen von Rechtsverständnis, Strukturen von Gemeinsamkeit. All das ist extrem wichtig. Und die Formalia sind wichtig. Es geht nicht nur darum, das ist meine letzte Botschaft für heute Abend, es geht nicht nur darum, immer zu sagen, ich will Gerechtigkeit. Ja, ich will für mich Gerechtigkeit. Sondern man muss fragen, wie wird Gerechtigkeit hergestellt, so dass sie für alle verträglich und für alle angemessen und für alle verständlich ist. Und das ist eine Frage nicht von Durchsetzungsmacht, sondern vor allen Dingen eine Frage von Gestaltung von Verfahren und von Legitimation, also von der Herstellung eines Gefühls der Gerechtigkeit, der Berechtigung. Eine Struktur, die uns ermöglicht zu sagen, okay, ich kriege nicht immer recht, aber ich kriege aus guten Gründen nicht immer recht. Und es ist nicht mein Menschenrecht, alle anderen in den Dreck zu treten und selber oben zu schwimmen, sondern es ist meine Menschenpflicht, daran mitzuwirken, dass es auch den anderen gut geht und dass wir gemeinsam in einer Welt leben und uns beschäftigen mit den Regeln und den Mechanismen dieser Welt, die uns ein vernünftiges Leben auch in 50 Jahren und in 100 Jahren und unseren Kindern, aber uns vor allen Dingen selbst, ne? Wir wollen ja alle noch ein bisschen noch leben, ermöglicht. So, das war jetzt der theologische Teil. Und nein, Sie wissen, was ich meine, das war der moralische Teil und das soll es gewesen sein, glaube ich. Herzlichen Dank.